Der Bayerische Landtag hat am gestrigen 15. Mai 2018 das Neuordnungsgesetz zum Polizeiaufgabengesetz beschlossen. Ich prüfe derzeit die Möglichkeiten einer Verfassungsbeschwerde zum Bundesverfassungsgericht, um zu prüfen, ob damit nicht Verfassungsrecht berührt worden ist. Denn die Polizei erhält mit diesem Gesetz erhebliche neue Eingriffsmöglichkeiten. Eingriffsmöglichkeiten, die bislang eher den Nachrichtendiensten vorbehalten waren oder aber der Polizei bei der Strafverfolgung, nicht aber zur präventiven Gefahrenabwehr. Wie zum Beispiel automatische Gesichts- und Kennzeichenerkennung, verdeckter Zugriff auf informationstechnische Systeme und dergleichen mehr. Um keinen Zweifel aufkommen zu lassen, auch ich bin dafür, dass in Zeiten neuer Bedrohungslagen die Polizei auch neue Eingriffsmöglichkeiten erhält. Aber es gibt einen Punkt, wo nur eine Scheinsicherheit erzeugt wird und in Wirklichkeit die Eingriffe in die Entfaltungsfreiheit der Bürger größer ist als der Sicherheitsgewinn. Und wenn man nun diese neuen Eingriffsmöglichkeiten vergleicht, die das Polizeiaufgabengesetz 2018 erhalten soll, mit denjenigen Maßnahmen, die schon 2017 beschlossen worden sind, wie zum Beispiel die Vorverlagerung des Eingriffszeitpunktes auf einen Zeitpunkt bloß drohender Gefahr, die Möglichkeit, präventive Maßnahmen zu ergreifen, ein aufgeweichter Richtervorbehalt, wo nicht mehr ein Richter, sondern die Polizeibehörde selber entscheiden kann, dann ist der Punkt gekommen, wo wir auf jeden Fall die Verfassungsmäßigkeit eines solchen Gesetzes überprüfen müssen.